So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Modul der Mikroökonomie. Wir steigen heute in die Haushaltstheorie ein. Und in der Haushaltstheorie wird vor allem das Verhalten der privaten Haushalte untersucht und wie diese eben ihre wirtschaftlichen Entscheidungen treffen. Und wenn wir von der Haushaltstheorie sprechen, dann taucht immer der Begriff der Präferenzen auf. Und Präferenzen sind nichts anderes als Vorlieben oder Verhaltensweisen, die bewirken, dass Güter überhaupt unterscheidbar werden. Zum Beispiel, ich mag ganz gerne weiße Schokolade, der nächste ganz gerne Nussschokolade, der nächste Traubenschokolade und. Demzufolge, jeder Haushalt unterscheidet sich hier in den Präferenzen. Jetzt habe ich hier zwei Einstiegsaufgaben für euch mitgebracht, die wir eigentlich schon im Einführungsmodul der Volkswirtschaftslehre besprochen haben. Schaut euch dort gerne auch einmal um, so wie in der Playlist der Mikroökonomie. Denn ihr findet dort schon reichlich an Content zur Haushaltstheorie. Ich bin gerade dabei, die Playlist ein bisschen zu ergänzen, zu überarbeiten und zu schauen, wo sind noch Fehler, was kann man noch irgendwie hinzupacken, damit das Ganze komplett ist. Dann schaut auch auf unsere Webseite vorbei. Dort findet ihr sämtliche Kataloge zur Volkswirtschaftslehre, zur Mikroökonomie, zur Preistheorie und so weiter. Und ja, alles weitere unter des Videos in der Videobeschreibung zu finden. Und wenn ihr da noch Fragen habt, Kritiken, Anregungen etc., immer gerne die Kommentare nutzen. So, zwei Basisaufgaben, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und zwar, welche Annahmen existieren überhaupt in der Haushaltstheorie in Bezug auf die Präferenzrelation? Die Annahmen kann man auch auf andere mikroökonomische Theorien übertragen. Und wie können die Präferenzen in der Haushaltstheorie überhaupt dargestellt werden? Wir fangen erstmal an, indem wir uns die Annahmen hier anschauen. Ich werde erst die mit euch festhalten, dann werden wir vielleicht noch ein, zwei Beispiele entwickeln, das Ganze nochmal unterfüttern. Also wir fangen mal an mit der Annahme Vollständigkeit der Präferenzrelation und ja, ist eine Annahme in mikroökonomischen Theorien. So, da wir uns jetzt hier in der Haushaltstheorie bewegen, kann man hier direkt nennen Haushaltstheorie und bedeutet, dass bei jeder Wahl der Haushalt entscheiden kann, welches Bündel bzw. Konsumgüterbündel aus seiner persönlichen Sicht besser ist. Ja, zum Beispiel, ich mag ganz gerne weiße Schokolade, finde ich besser als Vollmilchschokolade, besser als Traubenschokolade, besser als Schokolade mit Marzipan und. Und dadurch habe ich diese Entscheidung eben getroffen. Punkt. So, und warum ich etwas besser finde, das ist eben darin, dass wir hier auch jeder Haushalt hat so seine eigenen Präferenzen und dadurch unterscheiden sich dann auch die Haushalte voneinander. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Und zwar mit der Transitivität der Präferenzrelation. Und dieses ist auch eine Annahme. Ich schreibe das immer sehr ausführlich hin. Ich weiß, kann man sich auch sparen. In mikroökonomischen Theorien. Ja, habe ich da für euch noch ein Beispiel, außer die Haushaltstheorie. Könnten wir auch zum Beispiel mal die Spieltheorie nehmen. Spieltheorie habe ich auch eine eigene Playlist auf dem Channel, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Also, Spieltheorie und bedeutet, dass der Haushalt konsistent in seinen Präferenzen ist. Da habe ich gleich noch ein Beispiel für euch mitgebracht, schauen wir uns gleich an. Ich will jetzt erstmal mit der Reflexivität weitermachen. Reflexivität der Präferenzrelation ist eine Annahme in mikroökonomischen Theorien. Ich spare mir jetzt da wieder ein Beispiel zu nennen und bedeutet, dass jede Alternative mindestens so eingeschätzt
wert wie Sie selbst. So, ja, das erstmal dazu. Da habe ich jetzt noch ein Beispiel für euch. Und zwar hier zur Transitivität. Denn es geht jetzt hier um den Begriff der Konsistenz oder konsistent. Und zwar, nehmen wir mal an, ich habe Äpfel. So, ich möchte jetzt Obst kaufen. Und wir überlegen, eine Obsttheke, welches Obst kaufe ich? Ich habe die Wahl zwischen Äpfeln, Trauben und Birnen. Und ich sage, dass ich Äpfel besser finde als Birnen. Das ist kein größer, kleiner Zeichen, das bitte nicht verwechseln. So, dann sage ich, ich finde Birnen besser als Trauben. Birnen finde ich besser als Trauben. So, was muss dann gelten? Dann muss gelten, dass ich Äpfel auch besser als Trauben finde. Äpfel finde ich besser als Trauben. So, und dann kann ich nämlich sagen, das Ganze ist konsistent. So. Wenn ich jetzt gesagt hätte, Trauben sind besser als Äpfel, dann wird hier irgendwas nicht passen in den Präferenzen. Und demzufolge, darauf muss ich halt achten, damit diese Annahme auch erfüllt ist. Ansonsten geht das Modell halt einfach nicht auf. Dann passt da irgendwas nicht. Und wir treffen ja Annahmen, damit wir bestimmte Sachverhalte vielleicht auch ausschließen, das Modell eben auch zutreffend ist. Wenn ich da irgendwas widerlegen kann oder so, dann das sieht dann halt nicht schön aus. Demzufolge, ich muss auf solche Geschichten halt achten, dass ich die Annahmen eben auch wiederfinde in meinem Modell, in der Theorie. Das wäre der Fall, wenn eben hier in diesem Fall Äpfel finde ich besser als Beeren, Beeren besser als Trauben, dann muss ich auch sagen, dass ich Äpfel eben besser finde als Trauben. Punkt. Ich hoffe, das ist soweit bei euch angekommen. Habe ich sonst noch irgendwas? Ja, Reflexivität können wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Wenn ich jetzt einen Apfel habe und ich habe noch einen Apfel, alles dieselbe Sorte, unterscheiden sich nicht, dann finde ich den Apfel genauso gut wie den anderen Apfel. Es kann nicht sein, dass ich den einen Apfel besser finde als den anderen Apfel. Da kann ich kurz aus privater Story erzählen. Mein Bruder hat ganz gerne immer, jetzt keine Werbung machen, aber sagen wir Nuss-Nougat-Creme gegessen, morgens auf Brötchen. So. Bei uns zu Hause hat er gesagt, schmeckt die besser, als wenn er die irgendwo 100 Kilometer weiter bei Verwandten gegessen hat. So, das kann aber nicht sein. Die schmeckt genau gleich. Das hat dann eben andere Gründe. Punkt. Also ich kann nicht sagen, wenn ich das identische Produkt vor mir habe, den identischen Apfel, dass der andere Apfel besser ist als der Apfel. Das funktioniert halt nicht. Also eine Alternative mindestens so eingeschätzt wie sie selbst. Ja, das zu den Annahmen notiert ihr euch am besten auf Karteikärtchen und eignet euch das Wissen an. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Und zwar, wie können die Präferenzen der Haushaltstheorie überhaupt dargestellt werden? Das führe ich jetzt ein bisschen weiter aus. Ich greife jetzt ein bisschen vorweg hier, aber das macht denen, denke ich, nichts. Und zwar, wir können das Ganze kurz antworten mit einer Nutzenfunktion darstellen. Die Darstellung der Präferenzen bzw. der Relation kann eben anhand einer Nutzenfunktion oder alle Indifferenzkurven erfolgen. Und die einfachste Form zur Analyse ist eben die Nutzenfunktion und zur grafischen Darstellung im Zwei-Güter-Fall eben die Indifferenzkurven. Wir kürzen das Ganze immer auf den Zwei-Güter-Fall auch in der Regel ab. Also das notieren wir erstmal. Die Darstellung der Präferenzen bzw. Präferenzrelation kann anhand der Nutzenfunktion oder, ganz wichtig, aller Indifferenzkurven. Es gibt nicht nur eine Indifferenzkurve. Was eine Indifferenzkurve ist, habe ich schon in einem der späteren Videos geklärt. Wenn dann da noch irgendwas fehlt, dann lade ich da auch nochmal ein Video zu hoch. Indifferenzkurven erfolgen. So, allerdings die einfachste Form zur Analyse ist eben die Nutzenfunktion. Und zur grafischen, da machen wir auch direkt wieder neue Zeile, mag das immer ganz gerne,
Wenn der Halbsatz abgeschlossen ist, dann nächsten Halbsatz in der neuen Zeile. So, und zur grafischen Darstellung. Im 2 Güterfall die Indifferenzkurve. Punkt. Ja, ich bin aber noch nicht fertig. Wir haben jetzt ja hier schon wieder einen neuen Begriff, und zwar den der Nutzenfunktion. Den möchte ich auch gerne aufgreifen, weil ich den sehr wichtig finde. Und zwar die Nutzenfunktion beschreibt nämlich die Präferenzordnung zwischen den Alternativen. Sie ermöglicht nämlich die Abbildung des inneren Entscheidungsverhaltens, und die Nutzenfunktion ordnet jedem Konsumgüterbündel den jeweiligen Nutzen zu. Das heißt, ich kann dort in die Nutzenfunktion das Bündel einsetzen, bekomme einen Nutzenwert heraus und weiß, okay, für Äpfel habe ich 20 Punkte, einen Wert von 20, und für Beeren von 10. Also weiß ich, ich finde Äpfel besser als Beeren. Das heißt aber nicht, dass ich Äpfel doppelt so gut wie Beeren finde. Das kann man nicht daraus ablesen. Man kann aber daraus ablesen, was ich besser finde. So, und das lassen wir mal kurz festhalten. Die Nutzenfunktion beschreibt die Präferenzordnung zwischen Alternativen. So, sie, Moment, ja, sie ermöglicht die Abbildung des individuellen Entscheidungsverhaltens. So, und wir untersuchen ja das Verhalten der Haushalte in der Haushaltstheorie. Wie werden Entscheidungen überhaupt getroffen? Des individuellen Entscheidungsverhaltens. So, letzter Satz. Die Nutzenfunktion ordnet jedem Konsumgüterbündel den jeweiligen Nutzen zu. Punkt. So, ich bin immer noch nicht fertig. Ich will euch jetzt noch ein paar Beispiele für eine Nutzenfunktion mit auf den Weg geben. Und zwar drei Pakete. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von oder Formen von Nutzenfunktionen. Wir hatten die sogenannte Cobb-Douglas-Nutzenfunktion. Dann hätten wir einmal die quasi lineare Nutzenfunktion, und wir hätten die limitationale Nutzenfunktion. Das habe ich auch schon in einem Video etwas ausführlicher erläutert. Aber wir wollen jetzt erstmal ein paar Beispiele formulieren. Das reicht uns. U für den Nutzen. Und dann hätten wir zwei Güter, meinetwegen A und B. Und die Nutzenfunktion sieht dann wie folgt aus. A mal B wäre jetzt ein Beispiel. So, wie sieht das bei der quasi-linearen aus? Ich nehme wieder zwei Güter, A und B. Und hier wird dann A plus B stehen. Ich kann auch mit Exponenten noch arbeiten, beziehungsweise Hochzahlen, aber das lasse ich jetzt. So, und bei der limitationalen U für den Nutzen, A und B als unsere Güter. Das können jetzt Äpfel und Beeren meinetwegen sein. Und dann eben Min. Oder ich nehme eben Max, Min oder Max. Und dann, jetzt muss ich kurz gucken, wo ist diese merkwürdige Klammer hier? Da haben wir sie. Min oder Max über A und B. So. Sehr selten, dass ich diesen Klammerzug hier verwende, aber okay. Ja, das nur so mit auf den Weg gegeben. Damit hätten wir ein paar Basics jetzt geklärt. Man muss noch nicht alles wissen, was jetzt eine Indifferenzkurve ist, aber uns das im späteren Verlauf noch anschauen. Ich habe, wie gesagt, schon einiges an Input auch hochgeladen, auch die Nutzenfunktion, wie man die grafisch auch, wie man dort nochmal den Unterschied sieht, wie man mit den Nutzenfunktionen noch arbeitet und so. Das habe ich eigentlich alles schon gemacht. Ich überprüfe das aber nochmal, ergänze das an der einen oder anderen Stelle noch einmal. Und ja, aber so die Annahmen finde ich halt sehr, sehr wichtig. Der Begriff der Präferenzen, der sollte schon lange geklärt sein. Und dann nochmal ein bisschen Bezug zur Nutzenfunktion nehmen. Was ist eine Nutzenfunktion? Wozu brauche ich sie? Was kann ich damit wiedergeben oder abbilden?
Ja, das soll es soweit gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.